Jetzt muss ich noch mal rein. Ich muss ein, zwei Fragen noch stellen. Undercover Handybasis. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Warum ich hier so hässlich in der Hocke sitze, das werdet ihr gleich erfahren. Beziehungsweise ich sage es euch gleich, diese Folge ist bei diesem Döner wieder undercover. Wir testen eure Empfehlungen, bei denen ich einfach hinein sagen kann, wo ich auf dem Sofa sitze, mir die Kommentare durchlese und das muss ich testen. Wie oft saß ich da? Und dafür, gib mal kurz, Achmed, nimm mal kurz die Kamera. Ja. Wir sind auf undercover, film mal kurz hier rüber, wen wir da drüben haben. Da, der typische Döner. Das ist auch zugleich eine Botschaft. Eine Botschaft an alle Dönermänner. Wenn ihr sagt, ich darf nicht drinnen filmen, ich komme trotzdem. Und das mit Krawams, wie eine E-Lok. Oder wie, nee, wie heißt das nochmal? Wie eine Lok, wie eine Lokomotive komme ich angeraust, ich komme trotzdem. Und jetzt werde ich den Döner trotzdem testen. Ich lese mal eben das Kommentar vor. Hallo Holle, in Köln musst du dich auskennen. Besser gesagt, die richtigen Leute, eine Mehrheit, die dich zum richtigen Dönerladen bringen. Der Laden verkauft nur Döner, nichts anderes. Bitte ich dich drum, du müsstest probieren. Alles selbst gemacht. High Quality, das ist mein Ernst. Zülpicher Döner, ich fahre extra mit Freunden jeden Tag 50 Kilometer. Liebe Grüße, Khalid aus Bergheim. Danke, lieber Khalid. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Achmed, der Ehrenmann, geht auf Undercover-Basis rein und wird den Döner rausholen. Du, Achmed, ich habe mal Anweisung an dich. Du holst einfach raus, sozusagen auf die Hand, dass wir filmen können. Ne? Ja, alles klar. Und ich warte hier noch. Ja, ich wollte die Gunst der Stunde auch nutzen, Danke sagen für alle Kommentare. Das ist auch sozusagen ein Dankesvideo, wo ich nochmal euch, die Kommentare mal reinschreiben, widme dieses ganze Video, um euch zu sagen, ja, Dankeschön. Und jetzt warten wir auf den Döner und werden den erstmal wegfetzen. Ach übrigens, ich würde nur einen Döner, wenn mir jemand sagt, ich soll einen Döner bitte nicht testen für ein Video, würde ich das auch nicht machen. Bei dem Video, bei dem Typen zum Beispiel, sollten wir nur nicht drinnen filmen. Also ich kann da ruhig den Döner ja testen, also da hat niemand was gegen. So sieht er aus, erster Eindruck, also richtig schön dickes Fleisch. Okay. Ist Lamm tatsächlich. Ist Lamm? Mhm. Okay. Sagt er. Wie? Er hatte gefragt, ob Hähnchen oder Lamm. Ja. Habe ich Lamm gewählt. Okay, ne? Ich muss jetzt noch, fällt mir gar nicht, ich muss noch mal einen Undercover-Test machen, ohne einen Döner rauszuholen. Scheiße, weil ich brauche noch ein paar Infos. Ich muss auf Undercover noch mal ganz schnell rein. Scheiße, das dauert nur anderthalb Minuten, dann fresse ich den Döner. Achmed sagt, das fällt aus. Ich hole einen zweiten, du kannst den essen. Ich, ja, okay. Ich hole noch einen zweiten, das ist gut, du kannst schon mal fressen. Ja, okay. Ja, aber warte, lass uns noch mal ganz filmen, wie der aussieht. Ja, okay. Boah, das sieht aber echt special aus. Also, ich habe alles genommen übrigens und er hat drei Soßen da. Ich habe gesagt, mach mal drei Soßen einfach drauf, okay, damit man von jedem etwas mitkriegt. So. Ja, okay. Okay, gut, so sieht er aus, ne? Jetzt muss ich noch mal rein, ich muss ein, zwei Fragen noch stellen, undercover Handybasis. Boah, es sieht gut aus, aber euer Döner. Macht ihr das selber, das Fleisch? Ja? Was ist das für ein Fleisch, darf ich fragen? Das Hähnchen. Ja? Mittwoch, Donnerstag nur Scheibe. Ja? Andere Tage normal, das ist Brotag und Scheibe. Aha, Mittwoch, Donnerstag habt ihr nur Scheibe, ne? Nur Scheibe. Ah, ich mag auch gerne, aber macht ihr, wenn ihr 100% selber macht, ne? Ja. Macht ihr hinten in der Küche oder was? Boah, geil. Dann nehme ich so einen normalen Döner, nehme ich mal. Ganz kurz Werbung bei Fritz Express heute mit Protein Wraps. Ihr habt zu den Verkaufsschlager 10% Abzug mit Holle 10, natürlich 8% Eiweiß auf 100. Gönnt euch für den direkten Support. Jetzt geht's weiter im Video. Bam, Holle 10. Das Ganze in der Videobeschreibung. Du hast erstmal, merkst du hier, richtig softes Brot. Ganz soft. Für mich wieder den NRW-Charakter. Ziemlich dick kommt mir das erstmal vor. Filmen wir mal nochmal rein. So sieht meiner aus. Ja, manchmal auch komplett Scheibenfleisch. Aber nur Mittwoch und Donnerstag, meint er. Ja, das ist erstmal richtig kross gemacht, das mag ich gerne. Das ist schon fast kurz vorm Verkohlt, finde ich aber geil. Ich glaube aber ehrlich, er hat gepeilt, dass ich undercover mache. Ja, er hat mein Handybild gesehen, glaube ich. Der hier ist auch dicker als der andere, wenn du mich fragst. Das ist der erste Döner seit langem, den ich hier esse. Weil das Brot dick ist, nicht dieses Krosse von außen wie bei uns im Norden. Dick, weich, aber trotzdem geil und nicht zu präsent. Und das ist hier immer das, was eingekackt hat. Ich sag's euch, wie es ist. Sachlage hier und jetzt. Würde ich diesem Döner 8 von 10 Punkten geben. Der ist richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Aber es fehlt so der Endkick. Gutes Brot, gutes Fleisch, echt lecker. Aber es fehlt der Endkick nach oben. Deshalb finde ich eine 8 von 10 fair. Wir gehen zum nächsten Döner. Und der ist auch noch von TripAdvisor oder so heißt das. Nee, Visit Köln und von dönertester.de zu Platz 1 ausgleich. Ich blende hier auch noch mal ein. Wie übertreibt der denn? Der macht 2,35. Der übertreibt noch mehr mit seinem Ranking. Also, naja, wir ballern da erstmal hin. Und dann werden wir den auch noch mal testen. Wir sind jetzt wieder in der Kolbstraße am Start. Ich sag's euch, letztes Video, einmal wo ich in Köln war, den Döner habe ich gegessen. Da hinten habe ich einen Döner gegessen. Und jetzt werde ich auch noch den Kollegen testen. Ich werde mal kurz das Kommentar vorlesen von dem einen Kollegen. Der gute Maxim Ruhrpott. Holle, ich kenne jedes deiner Videos und weiß genau, was du suchst. Das werden wir noch sehen, lieber Maxim. Ohne viel reden, vertrau mir ein einziges Mal. Bükaran Doi Doi, Kolbstraße 14 Köln. Jetzt gucken wir, was er macht.
wie auch schon Kollegen, mutmaßlich hier die besten Gerichte überhaupt, auch was Grillgerichte angeht, ne? Ja, genau. Hier nur noch einmal für euch die Kösti, das muss hier nochmal so fressen gehen. Aber zur eigentlichen Sache wieder, wir wollen den Döner angucken. Wir wollen gucken, ob wir den besten Döner vielleicht Deutschlands haben. Den besten Döner Deutschlands. Alles selbst gemacht, hinten zubereitet im Laden. Gucken wir mal. Boah, super. Hier haben wir den Hähnchenspieß. Lamm. Und Kalb da hinten. Den bin ich jetzt gespannt. Schön Dill in der Soße drin. Feier ich. Erinnert mich gleich irgendwie an Fischbrötchen. Nicht falsch verstehen. Aber schön, mal was anderes. Abwechslung. Richtig lecker. Ich muss erstmal sagen, super Fleisch. Richtig super Fleisch. Wieder richtig lecker. Aber muss frei raus sagen, Brot, Soße, Salat ist nichts, was raussticht. Woanders. Aber da das Fleisch einfach super top ist, man merkt die Qualität. Das ist einfach, hebt sich komplett ab zu jedem Standarddöner. Hebt sich komplett ab. Kriegt von mir ebenfalls 8 von 10. Also Top-Döner, kann man nicht sagen. Wir sagen es, wie es ist. Top-Fleisch, top-lecker. Aber Brot, Standard. Soße schon mit dem Dillenbüschel auch noch mal oben drauf. Also 8 Punkte ist absolut gerechtfertigt. Ein super leckerer Döner, wo ich jedem empfehlen kann, den zu essen. Hebt sich von 98% der Dönern ab. Aber ja, für oben langst du nicht. Also ich habe euch eine sehr gute Bewertung gegeben. Hat mir richtig gut geschmeckt, weil man merkt einfach, das Fleisch hat Qualität. Richtig gut. Das Einzige, wo ich gesagt habe, da bin ich auch ehrlich, Brot und Salat war mir zu Standard. Da könnte man noch nach oben. Aber das Fleisch war top, das habt ihr auch eine super Bewertung von mir gekriegt. Ja. Ja, also kann ich jedem empfehlen, auch wie gesagt, hier zu essen. Und gerade diesen Kram, den werde ich dann mir auch noch mal rein. Ja, den musst du auch mal auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Das sieht sehr gut aus. Wir sind durch. Ich würde jetzt mal sagen, kurzes, knackiges Video heute. Hat mir trotzdem sehr Spaß gemacht. Interessant, was ihr für Vorschläge habt. Ich muss auch sagen, mit Rückhalt. Es war ein Top-Döner, ne? Und da kann ich nichts anderes sagen. Es war ein Top-Döner. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr ballert mir weiter die Kommentare immer voll. Weiter auch gerne mit so emotionalen Ansagen. Das freut mich natürlich auch immer sehr. Aber so auch, haut einfach Kommentare rein. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und lasst gerne einen Kommentar da, gerne einen Daumen oben. Und Glocke an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. We'll be right back.